Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Review über einen Moving Head. Heute haben wir hier den LED TMH S30 von Eurolight und ich kann so viel schon mal vorweg sagen, ich bin begeistert. Seit Jahren bin ich nun auf der Suche nach einem Moving Head, der klein, kompakt, günstig, aber auch hochwertig ist. Und ja, die Suche war gar nicht so einfach. Also ich habe wirklich von allen Herstellern die kleinsten Moving Heads mir angeschaut. Und es ist ja noch nicht lange her, etwa anderthalb Jahre, da haben wir ein Video, ein Review über den Lixada Moving Head gemacht. Den habe ich übrigens auch hier, der genau das gleiche Größenformat hat wie den Moving Head, den ich euch heute vorstelle, aber sich dennoch in vielen Punkten von diesem Moving Head hier unterscheidet. Damit ihr auch einen Überblick darüber bekommt, inwiefern die Unterschiede sind, wird es nächste Woche hier auf dem Kanal auch ein Versus-Video geben, in dem ich euch also wirklich genau die Unterschiede zwischen dem Low-Budget-China-Schrottmodell und dem, ja, ich würde schon sagen, eher in die Richtung High-End-professionellen Gerät sind. Jetzt sprechen wir hier immer noch von Mini-Moving-Heads. Viele Veranstaltungstechniker da draußen werden jetzt sicherlich belächelnd draufschauen. Das ist doch kein professionelles Gerät. Aber dennoch hat dieses Gerät sehr viele Funktionen, die man von professionellen Geräten kennt. Zum einen würde ich hier an der Stelle vielleicht auch mal auf das Powercon-Kabel zu sprechen kommen, denn wir haben hier am Moving-Head tatsächlich einen Powercon-Eingang. Ausgang fehlt. Ich glaube aber, dass es eher eine Platzgeschichte ist, als dass man hier keine Lust hatte, einen Ausgang zu verbauen. Zum anderen ist es auch die Aufhängungsmöglichkeit, die mich an diesem Moving Head echt begeistert hat. Denn man hat hier wirklich die gleiche Systematik, wie man es auch von richtig großen professionellen Moving Heads kennt. Das heißt, wir haben hier unten die Möglichkeit, diesen Bügel ganz einfach mit diesen beiden Schrauben mit einem Klick zu befestigen und schon ist unser Moving Head bereit, um ihn aufzuhängen und zu fliegen. Also ihr merkt schon, die Mechanik hier hinten dran ist super einfach. Auch mitgeliefert wird hier diese Öse, die wir hier direkt am Gehäuse nochmal festmachen können, um unsere zweite vorgeschriebene nicht brennbare Sicherung am Moving Head anzubringen. Und ja, das ist auch so eine Sache, die mir bei vielen Moving Head Modellen da draußen fehlt. Viele Moving Head Modelle haben nämlich diese Öse nicht, beziehungsweise ja, haben dann entweder unter dieser Schiene nochmal so eine Einkerbung, wo man hier rumfummeln muss. All das kann man sich hier sparen. Hier haben wir eine richtige Hülse, an der man den Moving Head aufhängen kann und die auch dafür ausgelegt ist, dass wenn der Moving Head fällt, dass ein Seil an dieser Öse eben den Moving Head festhält. Also ihr seht schon, wir haben hier einen kleinen, kompakten Moving Head, der extrem professionell aufgebaut ist. Ich denke, dass der DMX unterstützt, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also wir haben hier DMX in und DMX out. Und was er zusätzlich noch hier hat, ist ein USB-Port. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut erkennen kann, aber dieser USB-Port ist für Quick DMX von Eurolight und das bedeutet, ihr könnt einfach das Quick DMX hier reinstecken und schon könnt ihr euch über Funk verbinden, was natürlich auch die DMX-Übertragung einfacher macht, weil man keine Kabel mehr braucht. Die Stromversorgung kommt ebenfalls über den USB-Port und ja, das ist eine absolut geniale Geschichte. Ich würde sogar, das ist jetzt aber, das solltet ihr noch mal recherchieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch möglich ist, DMX-Geräte von Drittanbietern daran zu verbinden, also so Funk-DMX-Geräte. Und weil nämlich das Quick-DMX von Eurolight auch eine 5-Volt-Phantomspeisung braucht, bin ich mir ziemlich sicher, dass der USB-Port das liefert und man sicherlich damit auch andere DMX-Interfaces ansteuern kann und sich somit das zweite Stromkabel sparen könnte. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, wenn man Produkte von Eurolight nutzt, ich bin ja so ein Fan, dann auch einfach so ein bisschen bei der Infrastruktur zu bleiben, denn das funktioniert meistens am besten. Also schaut euch einfach Quick DMX mal an, das ist eine tolle Lösung. So, während ich jetzt hier den Moving Head mal wieder bereit mache, um ihn aufzustellen,
stellen, möchte ich euch auch noch ein bisschen was über die Funktionalität bzw. über die Möglichkeiten aufklären, was wir hier an Grobus verwenden können. Mit an Bord sind tatsächlich 7 verschiedene Gobos und Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich hinterm Mond lebe, aber ich fand die Gobos, die ich da gesehen habe, wirklich auch mal ein bisschen anders als das, was man sonst so sieht. Also gibt es zum Beispiel ein Gobo mit, das ist einfach nur so ein Strich und ich finde, das sieht extrem geil aus. Ich werde euch jetzt natürlich auch ein paar Videos währenddessen einblenden, indem ihr die Gobos einfach mal alle in der Rotation seht. Ich finde, das sieht richtig, richtig sauber aus, sind tolle Gobos. Und ich finde auch mit seinen 30 Watt, die der Moving Head hier liefert, wie soll ich sagen, man sieht halt einfach, dass es wirklich 30 Watt sind. Ja, also er ist deutlich heller als die Konkurrenzmodelle, die ich da in der Größenordnung gesehen habe. Und hat eine super tolle Lichtausbeute, auch die Gobos sind wirklich klar und deutlich, da ist nichts verschwommen. Und auch lautstärketechnisch finde ich den Moving Head hier echt gelungen. Wir sehen hier, haben wir tatsächlich einen lüftergekühlten Moving Head. Also auch der Head hier ist lüftergekühlt, als natürlich auch das Bodenstück. Gut, das Bodenstück ist, glaube ich, bei allen Moving Heads lüftergekühlt. Schon alleine wegen dem Netzteil. Aber hier ist eben auch der Head lüftergekühlt und die Lüfter sind schon sehr leise. Also da habe ich schon viel, viel lautere Moving Heads gehört. Und dementsprechend ist das Gerät an sich auch sehr leise. Also auch die Motorbewegungen sind leise. Und zudem hat man auch nochmal die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Motors zu begrenzen. Also es gibt einen DMX-Kanal, in dem könnt ihr einfach einstellen, wie schnell soll der Moving Head sich maximal bewegen. Und dann macht er quasi alle Fahrten einfach ein bisschen langsamer, was dazu führt, dass man den Moving Head eigentlich, also die Motoren hört man dann gar nicht mehr. Man hört wirklich nur noch das Summen der Lüfter und das ist wirklich relativ leise. Also wenn so ein Raum gefüllt ist mit Hochzeitsgästen, bin ich mir sicher, dass den Gästen das Summen gar nicht mal auffallen würde. Mit dabei ist natürlich auch ein Farbrad mit allen gängigen Farben, also grün, blau, rot, Magenta, gelb ist mit dabei. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich glaube, das waren sie schon. Und natürlich auch noch Halbfarben, das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel rot-grün gleichzeitig so ein halb-halb drauf haben. Da kann man auch gerade bei dem Stricheffekt einen coolen Effekt machen, wenn man das so auf die Hälfte stellt. Dann ist die eine Hälfte von dem Strich-Gobo quasi rot und die andere Hälfte grün. Das sieht schon richtig cool aus. Die Gesamtleistungsaufnahme von dem Moving Head beträgt 45 Watt. Ich denke, das ist auch eine ganz ordentliche Zahl für so einen kleinen Moving Head. Gerade weil die Lichtausbeute ja 30 Watt beträgt, ist das natürlich richtig cool. Was auch richtig cool ist und auch wieder so ein Pro-Feature ist, wie ich finde, ihr könnt den Moving Head hier oben, die 4 Schrauben, einfach rausdrehen, das Plastikteil abnehmen und dann die Gobos austauschen. Ihr habt richtig gehört, ihr könnt in diesem Moving Head eigene Gobos einsetzen und das, finde ich, macht diesen Moving Head gerade für Mobildisc-Jockeys noch mal interessanter. Da könnte man natürlich jetzt so Herz-Gobos oder sowas reinmachen. All das ist da denkbar und auf jeden Fall ein tolles Feature. Der Moving Head kann mit wahlweise 10 oder 12 DMX-Kanälen betrieben werden. Und ja, auch bei langsamen Fahrten sieht das Ganze sehr smooth aus. Also das ist nicht so, dass er jetzt irgendwie rumwackelt. Der macht wirklich sanfte, tolle Fahrten und ist damit meiner Meinung nach absolut ein perfekt geeigneter Moving Head für die Hochzeitsbranche. Also da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Jetzt kommen wir aber zur Preisfrage. Was kostet dieses gute Stück? 249 Euro, so wird er aktuell im Musikhaus mit dem großen blauen T gehandelt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link dazu. Wenn ihr euch für diesen Moving Head entscheidet, wäre es toll, wenn ihr das über den Link machen würdet, weil wir dann dadurch auch unterstützt werden. Ihr zahlt keinen Cent mehr, unterstützt aber uns dabei. Und wie immer wisst ihr, wir haben dieses Modell zwar zur Verfügung gestellt bekommen, senden es am Ende der Dreharbeiten aber auch wieder zurück.
Haben also effektiv eigentlich nichts, außer dass wir hier ein bisschen Content für euch produzieren können dafür und können euch das wirklich guten Gewissens empfehlen. Das ist uns immer ganz besonders wichtig, gerade weil dieses Video jetzt auch wirklich, also ich finde an diesem Moving Head nichts, was mich stört. Doch eine Kleinigkeit, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, ist, dass der DMX Import mit diesem Nippel, wo man ihn rausmacht, zum Powercon zeigt. Wäre das einfach umgedreht, ja, um 180 Grad, dass er in die andere Richtung zeigt, wäre das für die Usability ein bisschen besser. Aber alles andere ist an diesem Moving Head perfekt und ich weiß nicht, was man an diesem Moving Head noch besser machen könnte. Auch die Verarbeitung. Klar, wir sprechen hier über einen Moving Head, der aus Plastik gefertigt ist. Also das Teil ist alles Plastik hier, bis auf die Bodenplatte, die ist aus Metall. Aber der Rest ist alles Plastik. Aber das ist ein hochwertiges Plastik. Also das Plastik fühlt sich jetzt nicht irgendwie billig an, sondern das Plastik fühlt sich wirklich gut und griffig an. Insgesamt, da wackelt nichts. Und ihr merkt schon, ich komme aus dem Schwärmen kaum raus. Und ich muss an der Stelle auch einfach mal sagen, wenn Eurolight das Teil nicht zurückhaben wollen würde, dann würde ich es auch nicht zurückschicken. Also ganz im Gegenteil, wären wir jetzt nicht gerade in der Corona-Krise, dann würde ich mir auf einen Schlag gleich mal 4 bis 6 Stück bestellen, weil die Teile sind einfach nur genial und ich kann mir das saugut vorstellen, die auf einer Hochzeit irgendwo rechts und links am DJ-Tisch aufzubauen und dadurch die Gegend flitzen zu lassen. Vielleicht noch mit einem eigenen Herz-Gobo drin oder sowas. Das stelle ich mir einfach richtig geil vor und da würde ich mich auch mega drüber freuen. Und Fakt ist, so viel kann ich euch an der Stelle schon mal versprechen. Dieses Gerät wird definitiv irgendwann Einzug in mein Lager finden. Also ich werde definitiv mir diesen Moving Head kaufen. Das ist jetzt einfach nur aufgrund der Lage, müssen wir dann natürlich auch ein bisschen warten. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch dieses Review, dieses Video über den Moving Head gefallen hat. Seid gespannt auf das Vergleichsvideo zwischen dem Eurolight TMH S30 und dem Lixada Moving Head. Das wird für den Lixada Moving Head, außer was den Preis angeht, nicht schön. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Nächste Woche geht das Video online und bis dahin viel Spaß, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video.